Ja, hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder mit Card Hunter und wir gehen jetzt in das nächste Dungeon rein. Haben ein paar neue Sachen gekriegt. Und ich hätte zwar was kaufen können jetzt, aber. Nö. So, zwei Battles können wir machen. Müssen wir machen. Bin ja gespannt, ob das jetzt auch so hart wird. Uiuiui. So, müssen wir mal gucken, dass wir ihn hier wieder vorkriegen. In die Region. Wo die denn nicht durchkommen können. Ah, hat er ihm reingegeben, der Blöde. Dann gehe ich direkt noch weiter vor. Die Richtung. Wenn ich jetzt von allen nochmal kassiere, sehr schön. Gut, mit dem habe ich nichts kassiert. Das freut mich doch. Und dann würde ich sagen, mache ich hier mal Telekinese. Nehme den hier. Stell ihn hier vorne hin. Haut er gleich wieder ab. Da haut er wieder ab. Der kleine Feigling. Mache ich aber auch. Ja. Und dann mache ich hier einmal Zip-Zap. Und einmal Zip-Zap. Geht nicht. Komm ich ran? Komm ich nicht ran? Muss ich sagen. Achso, ich bin ja auch an ihn da hinten rangekommen, alles klar. Ich verstehe. So, mit denen komme ich aber da ja nicht ran. Und der hat keinen Speer, dass ich an irgendwie rankommen könnte. Somit war es das schon wieder. Scheinbar tut die hier immer halten, sehe ich gerade. Und bei der muss man würfeln, damit die was abhält. Offensichtlich. Also ist die andere wohl doch besser, die ich jetzt nicht angelegt habe. So. Der da hinten will Ärger. Ja, natürlich, die Trollpelle hält's ab. War ja klar. Ja. So. Das hat er jetzt keine Trollpelle gehalten, aua. Und jetzt gehen wir mit dem nach vorne. Der geht zu mir nach hinten. Finde ich gar nicht gut. Deshalb stelle ich den jetzt zu, dass der hier nicht herkommt. Und dann gibt es einmal eins übergezogen. Über die Trollpelle. Und nochmal eins über die Trollpelle. Wutz. Weg ist er. Und dann gehen wir hier unserem Typi hier mal entgegen. Und mit ihm stellen wir uns mal hier hin. Vielleicht können wir da noch ein paar Zauber gleich in der nächsten Runde starten. Mit dem kommen wir da nicht ran. Wir ziehen natürlich wieder nicht, was wir brauchen. Und ist natürlich unpraktisch. So, Endround. Das und. Ah, ich klicke immer daneben. Ich wollte das Ding haben. Das ist echt Mist gerade. Aber okay. So viel Pech muss man einfach haben. So. Hä? Kein Target. Das können wir ändern. So, der hat ja schon geschlagen. Das heißt, der kann nicht mehr schlagen. Das kann er jedenfalls noch. Zip. Und Zip. Oh, die Trollpelle hat's gehalten. Du kleiner Mieser. Weiß nicht, wie weit du noch laufen kannst. Und. Putz! Weg ist er. So, dann schauen wir mal, was wir kriegen. Okay. Light Heal. Das wäre auch interessant geworden. Na gut. Das sieht spaßig aus. Wird wahrscheinlich alle meine treffen und nicht die Gegner. Wir nehmen es einfach mal mit. Und
weiß nicht, was das macht. Das ist echt blöd. Was heißt denn Frenzy? Wisst ihr das? Verrückt, oder? Aber warum soll ich jemanden verrückt machen? Ja, selber schon verrückt. Ja, hier andere noch verrückt machen. So. Oh, da habe ich da tatsächlich das Falsche angelegt. Unverschämtheit. So. Dann haben wir das auch erledigt. Und gehen in den zweiten Kampf. Jetzt wird wahrscheinlich der Trockmagier oder was ich da gelesen habe, wird jetzt dastehen. Und will Beef. Oha. Und zwar mit seinen Freunden zusammen sogar. Reichlich unangenehm. Muss ich gucken, dass die hier nicht bei mir ankommen, an meinen Friend. So. Die sind ja nicht so weit weg. Werden wir mal gucken. Mit ihm. Auch ein paar Schritte vorlegen. Damit er auch mal zuklopfen kann. Ich weiß noch nicht, ob es klug ist. Nee, wir gehen am besten hier hin. Ich könnte zwar von da aus zwei beschlagen, also verkloppen. Aber es ist, glaube ich, unpraktisch. Oder? Aber es ist besser. Wir können dann wenigstens direkt zuschlagen. Der will rankommen. Das sehe ich ja mal gar nicht ein. Jetzt machen wir hier den Ansturm nach vorne und batzen ihm eins rein. Ah, die Trollpelle hält's ab. Der haut zurück. Zwar nicht zu wenig. So, trifft das mehrere. Nee, ne? Mehrere Treffen wäre natürlich geil. Diese dummen Viecher halten tatsächlich alles ab, was ich ihnen reinbratzen will. Das ist nicht zu fassen. So, zwei Entfernungen. Das heißt, von hier aus kann ich das machen. Naja, genau, jetzt hauen sie ab. Ihr feigen Schweine. Stellt euch im Kampf. Das ist ja blöd. Sowas macht man aber nicht. Dann werde ich jetzt nochmal einen Heal auf ihn schmeißen. Was das Ganze schon wieder rückgängig macht, weil das dumme Vieh ihm jetzt schon eingeschenkt hat. Boah, Alter, jetzt übertreibt man nicht so. Kann ich auch keinen schlagen, ne? Keine Chance ranzukommen. Das heißt, die Runde ist für mich zu Ende. Ich frage mich, was passiert, wenn ich verliere. So, ich weiß nicht, was das ist, aber das möchte ich gerne mal probieren. Den. Oh. Aus. Beide getroffen. Das ist nicht nett. Machen wir erstmal hier Heilung anfeuern. Oh Mann. Hört auf, ihm weh zu tun. Boah, von dem können wir uns gleich verabschieden, glaube ich. Den kriege ich nicht mehr hochgeheilt. Uiuiuiui. Ach, diese scheiß Haut, ey. Pelle von denen kotzt mich echt an. Wenn ich mal ehrlich bin. Wieder abgewehrt. Nicht zu fassen. Wieder abgewehrt. Jetzt will er auch noch abhauen. Ich glaube, ich spinne. Hier will keiner von dem hier Schläge kassieren. Was soll der Mist? So. Das ist ja unpraktisch. Kann nichts machen. Außer laufen. Ich bin ja gespannt, was mit ihm passiert, wenn er jetzt drauf geht. Weil er wird jetzt mit Sicherheit drauf gehen. Ich habe nämlich keinen Heal. So. So.
die Pelle schon wieder hier halten. Das ist nicht zu fassen. Da ist er tot. Ich hoffe, den kriege ich wieder. Ich hätte ihn zumindest gern wieder. Wow. Und das war's denn schon wieder. Mehr kann ich nicht machen, außer mich bewegen. Gehe ich mal in die Richtung. Damit, wenn ich der hier jetzt auch noch drauf geht, ich nicht zu nah dran stehe an ihm. Da hinten. So. Toll, der versteckt sich dahinter. So eine feige Mistsau. Jetzt gucke ich, dass ich da rankomme. Er guckt, dass er wegkommt. Ratz, erstmal eins über. Ratz, noch eins über. So, wenn wir wegrennen. Und da wir ja gute Läufer sind, laufen wir ihm nach. Healing. Und dann können wir auch schon hier hintergehen, damit wir von dem keinen Zauber mehr kassieren. Der macht, dass er wegkommt. Und dann war's das erstmal. Ich habe hier oben irgendwelche Sterne gekriegt. Oder der hat irgendwelche Sterne gekriegt. Ich weiß es nicht. So. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier Zap-Action. So, er kommt ums Eck. So, muss ich noch irgendwen heilen? Heilen wir sie. Okay, ein Leben. Hui, toll. So, und dann gehen wir mal nach vorne. Zu ihm hier wieder. Jetzt rennt er weg. Naja, toll. Die Trollpelle hält es natürlich wieder ab. Jetzt anders gedacht. Und dann halte ich sie nochmal hoch. Weiß ja nicht, was der hier gleich noch abzieht für Dinger. Wie, jetzt geht er hier in Steine rein? Schämt er sich nicht? Zip, zap. Tja. Putz! So, dann gucken wir mal. Okay, wir haben ihn also noch. Er hat noch Erfahrungspunkte gekriegt. Der stirbt also nicht. Das finde ich gut. Divine Item. Okay. Haben wir da irgendwie was gekriegt gehabt? Ich weiß es gerade gar nicht. Mir ist so, als ob wir da was bekommen hatten. Ach, guck mal. Das kann ich jetzt auch noch da anlegen. Dann haben wir direkt noch ein Heilding. Wunderschön. Neben dem Heal noch ein Heal. Das ist gut. Und kein Skill. Haben wir nichts. Ich guck gerade, ob es irgendwo aufploppt. Tut's aber nicht. Und er hier hat ganz schön kassiert, der Junge. Ich krieg jetzt die Rüstung angelegt. Dann hält er nämlich mehr aus, weil das hier ist ohne Würfeln. Das andere ist mit Würfeln. Da muss man erstmal Glück haben und so habe ich immer Glück. Sozusagen. Was macht das hier eigentlich? Zwei Schaden oder weniger. Und das? Block Any, okay. Besser. Block Any ist gleich besser. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier rauskommt. Himmels Willen, ich übertreibe mal nicht so. So, so ein Ding haben wir ja schon angelegt. So, das ist nicht für ihn. Aha, das ist Müll, den wir verkaufen können. So, sie haben wir nichts. Doch, hier. Arcane Skill. Zick. Jetzt gucken wir mal, was das hier ist. Add one damage to any electric attack. From block rolls. Okay, das ist wohl ein Buff. Finde ich okay. Und
Jetzt haben wir hier den Paladin. Der hat viele Heiler-Sachen. Drain Touch ist, glaube ich, dann nehmen wir mal das hier. Statt das hier. Bei Drain Touch ist, glaube ich, genau, für jeden Schaden, den ich mit an dem Monster mache, kriege ich halt einen Heal. Das ist halt saugeil. So, Divine Armor habe ich noch nicht. Nichts bekommen. Ja, dann bin ich hier durch. Okay. Gehen wir mal rein. Okay, also hier kann man sich für echt Geld dann ein schönes Aussehen kaufen, so wie es aussieht. Da muss ich doch gleich mal gucken. Wizard. Elf. Das sieht ja übertrieben aus. Das finde ich gut. Aber guck dir mal, was das kostet. Das ist ja Wahnsinn. Ganz ehrlich, da kann ich auch mit den normalen Sachen erstmal rumlaufen. Macht mir keine Probleme. Muss nicht sein. Gut. Gucken wir nochmal in die Taverne. Ah, okay, hier waren ja nur die Helden, die man anheuern kann. Armory. Divine Armor. Gucken wir mal. Ach shit. Das habe ich falsch geguckt. Divine Armor. Hier haben wir was. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist mit Würfeln, das ist ohne. Würfeln ist immer doof. Das ist ohne und hier ist noch was anderes, okay. Ist ziemlich viel Heal mit drin. Scheint echt Paladin zu sein, gefällt mir. Das ist schweineteuer, kann ich mir gar nicht leisten. Gucken wir mal. So. Das ist Müll. Das ist Müll. Haben wir noch mehr Müll? Müll, Müll. 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 Kein Müll. Weil die Sachen darf ich nicht verkaufen. Sonst hätte ich es schon getan. Aber da bin ich von der Mission halt noch nicht weit genug, so wie es aussieht. So, jetzt können wir uns hier mal ein bisschen Sachen kaufen, damit wir hier auch überall was drin haben. So. Nehmen wir das. Müssen wir zwar würfeln, aber wenn es hält, dann hält es, nehme ich an. Besser als nichts, sagen wir es mal so. Und haben wir hier alles drin? Jo. Haben wir hier alles drin? Jo. Gut, dann sind wir damit fertig. Ja, das ging schnell. Dann würde ich sagen, beende ich das jetzt hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Dann seid dabei, wenn wieder was Neues kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.